Die meisten Menschen denken ja, wir Otakus lieben Animes aufgrund des besonderen japanischen Zeichenstils. Und ja, dem ist ja auch irgendwie so, denn wir lieben einfach unsere großen, runden Augen. Aber ganz besonders lieben wir Animes aufgrund dieser besonderen Momente, die sie uns geben. Seien es spannende Kämpfe, traurige Tode oder ganz besonders große Augen. Deshalb habe ich für euch heute 10 Anime-Momente, die uns Gänsehaut verpasst haben. Naja, zumindest mir, denn euch konnte ich ja noch nicht fragen. Aber das wird sich ändern, sobald wir die 1000 Abonnenten erreicht haben und YouTube mir den Community-Tab freistellt. Denn dann kann ich euch fragen und eure Szenen mit in die Videos aufnehmen. Um Spoiler zu vermeiden, gibt es unter dem Video Zeitstempel und ihr könnt zu den Szenen springen, die ihr bereits kennt. Und damit Konnichiwa meine Otakus und Tanoshinde beim folgenden Video. One Piece, Rettung der großen Brüste. Ich meine natürlich Robins Rettung. Der Enies Lobby Arc war wohl einer der besten Arcs in One Piece, denn dort hatten wir alles. Epische Kämpfe, fast hätten wir den Namen des antiken Königreichs bekommen. Und dann noch eine motherfucking Taube, einen der brillantesten Bösewichte überhaupt. Und sein Anhängsel Rob Lucky. Aber ernsthaft, die Taube war das da. Nachdem Robin von der CP9 gefangen wurde, tat sie so, als würde sie die Strohhüte betrügen, nur um sie keiner Gefahr auszuliefern. Sie hatte sich bereits damit abgefunden, für immer mit diesem Dude und seinen Pupsen zu leben. Doch dann, kurz bevor Robin für immer weg war, erschien die Strohhüte und Soge King, um Robin aus den Klauen der CP9 zu befreien. Wer hatte keine Gänsehaut, als alle der Strohhüte und Soge King, wo ist er eigentlich mittlerweile, sich auf die Mauer stellten und Ruffy brüllte. Sag, dass du leben willst, Robin! Pokémon. Ash nimmt Garys Ehre. Gary war der erste große Rivale, den Ash Ketchum aus Alabastia in der Serie hatte. Es hat 100 lange Folgen gebraucht, bis die beiden ihr erstes Battle hatten. Was Gary Prom mit dem kleinen, süßen, lieben Evoli auch gewann. Doch dann, 170 Folgen später in Staffel 5, Folge 60, sollte Ashs große Stunde kommen. Garys Nidoqueen one-shottet Tauros. Aber macht ja nix, Ash hat ja gefühlt die gesamte Tauros-Population bereits gefangen. Nachdem Scaraborn Magma trotz des elementaren Nachteils fertig macht, wird dieser wiederum abgespritzt von Turtok. Abgespritzt. Dann macht Turtok auch noch Lorblatt zum Salatbuffet. Von wegen, Salat schrumpft den Bizeps. Ash Relaxo one-shottet dann Garys Arcani. Und why the fuck werden alle Pokémon in diesem Kampf ge-one-shottet? Nachdem Gary zeigt, wie agil sein Nidoqueen ist, beweist Relaxo, dass er tanzt wie ein Schmetterling, aber sticht wie eine Biene. Dann zeigt Gary sein Cherox, mein Lieblings-Pokémon, welches Relaxo besiegt, nachdem diese sich random einfach mal hinsetzt. Dann zerf***t Cherox auch noch Ash Slimog. Aber dann kommt Ash große Stunde mit seinem Glurak, welche Cherox in seine Schranken weist. Mal wieder mit einem One-Shot. Nachdem Glurak beweist, dass es mehr Gewichte stemmen muss, schafft es das Pokémon Geowatz zu One-Shotten. Also langsam reicht's. Doch danach haben beide nur noch ein Pokémon. Glurak gegen Turtok. Das heißt, Gary hat die elementare Oberhand. Nun verstehe ich, warum die Kämpfe im Voraus alle nur One-Shots waren. Die Animatoren wollten diesen Kampf einfach nur besonders lange zeigen. Und es war spannend. Kaum jemand glaubte aufgrund der Elemente an einen Sieg Ash. Doch Hoffnung tut sich auf, als Ash Glurak Turtok in den Boden stampft. Doch was? Es ist nicht besiegt? What the fuck? Das kann doch nicht sein. So eine Scheiße. Oh, okay. Ash hat gewonnen. Digimon. Die erste Digivolution. Digimon fand ich ja persönlich immer besser als Pokémon. Aber mich würde mal interessieren, was war denn euer Favorit? Schreibt's einfach mal unten in die Kommentare. Und als dann in der ersten Staffel unsere jungen Helden auf das böse Kuvagamon treffen, stellte ich mir einiges vor, was nun passieren könnte. Denn ich hatte ja noch keine wirkliche Ahnung, was eine Digivolution ist. Doch plötzlich stellen sich die Digimon unserer Freunde dem Kuvagamon in den Weg, entwickeln sich und greifen das Kuvagamon mit Winden, Blitzen, Feuer, Ranken und Fischen an. Warte, halt. Insgesamt waren es 7 Digimon auf der guten Seite. Aber Kuvagamon wurde nur von 5 Angriffen getroffen. Patamons, Agumons, Tentomons, Gabumons, Biomons? Was zur Hölle haben Gomamon und Palmon gemacht? Haben die erst gar nicht angegriffen oder haben sie einfach nur Kilometer weit daneben geschossen? Ich meine, bei Gomamon könnt ihr es ja noch irgendwie verstehen. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt einen 5 Meter großen Käfer mit Fischen bewerfen. Aber Palmon? Musste die erst zur Maniküre oder was? Naja, trotzdem war dieser Moment für mich als kleiner Hosenscheißer der Beginn, Digimon abzufeiern. Und ich wollte noch sehen, zu was für Wesen unsere Digimon sich noch verwandeln können. Sailor Moon.
Tod der Sailor-Krieger. Was bist du für ein Mädchen? Du hast Sailor Moon geguckt. Ja, habe ich. Und ich hab's abgefeiert. Ich behaupte bis heute immer noch, dass mit Sailor Moon meine Pubertät begann. Ich meine, wenn sich die Sailor-Kriegerin verwandelt hatten, saß ich gespannt vor dem TV und begann mich so langsam für Mädchen zu interessieren. Und come on, wer von uns hat nicht schon mal irgendwie eine Sailor Moon-Folge aufgenommen und zurückgespult, nur weil er dachte, er hätte ein Höschen gesehen? Okay, vielleicht bin ich ja doch ein bisschen creepy. Auf jeden Fall, am Ende der ersten Staffel standen die Sailor-Kriegerin davor, ins Königreich des Dunklen einzudringen. Doch zuvor wurden sie von den Doppel-D-Girls attackiert. Der Name passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Fun Fact! Nur in der Originalversion haben sie diesen Namen. Einzeln nehmen sie sich die Sailor-Kriegerinnen vor, eine nach der anderen. Erst opfert Sailor Jupiter in Badass-Manier ihr Leben, um zwei Gegner mit sich zu nehmen. Makoto, weißt du noch, was du gesagt hast? Wenn das vorbei ist, wirst du dich mit Jungs vergnügen. Und da wundert ihr euch, dass ich diese Serie gefeiert habe, ha? Sailor Merkur schafft es, die Illusion, die die Doppel-D-Girls verwenden, mit Hilfe ihres Computers auszuschalten. Indem sie ihren Computer dem Gegner einfach gegen den Schädel haut. Technik ist was Feines. Und auch hier, wieder Höschen. Danach wird Sailor Venus gefoltert. Hä? Warte, ich habe hier doch ein Höschen gesehen, oder nicht? Ja, da ist es ja. Auf jeden Fall verstirbt auch sie. Und zu guter Letzt haben wir dann noch Sailor Mars, die ihr Leben opfert, um Sailor Moon zu retten. Und noch mehr Höschen. Oh yeah. Doch es bricht ein das Herz, danach die einsame Bunny weinen sitzen zu sehen. Doch ihre Freunde geben ihr Mut, aufzustehen und weiterzumachen. Detektiv Conan. Na endlich! Wie wir ja wissen, bin ich mehr so der männlich-maskuline Typ. Aber trotzdem muss ich hier mal eine Szene mit reinbringen, die den weiblichen Zuschauern gefallen wird. Und zwar die Kussszene von Ran und Shinichi. Seit Folge 1 warten wir ja nur darauf, dass Conan wieder groß wird und das Liebespaar endlich zusammenkommt. Und dann, in weit über 900 Folgen, wo eigentlich schon keiner mehr daran glaubt, passiert es endlich. Die beiden knutschen wie wild herum. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Naja. Um ehrlich zu sein, ist es nur ein Kuss auf die Backe. Aber trotzdem, wie lange haben wir darauf gewartet? Ich meine natürlich, wie lange haben weibliche Fans darauf gewartet? Denn wahre Männer weinen nicht. Maskulin und so. Hunter x Hunter. Erwachen und Zerfall des Gon Freaks. Als Gon klar wurde, dass sein Lehrmeister Kite nicht mehr zu retten war, zerfiel er in die Dunkelheit und erwachte zeitgleich. Wunderschön und zugleich angsteinflößend erlebten wir das Erwachen von Gon. Er musste in diesem Moment feststellen, dass seine gutherzige Art ihm letzten Endes nichts nützt und er verfällt in tiefste Depression. Und genau das sind die Momente, in denen das Dunkle in einem ein leichtes Spiel hat. Nach seiner Verwandlung scheint Gon erstmals gefasst zu sein. Aber in Wahrheit ist er einfach nur kühl. Ihn interessiert nur noch, Pitou zu töten und Rache zu nehmen für seinen verstorbenen Freund. Doch Pitou möchte nicht kampflos aufgeben und greift Gon an. Doch dieser weicht in bester Ultra-Instinkt-Manier aus und dann beginnt das Schlachtfest. Pitou hat keine Chance gegen den erwachten Gon und dieser prügelt immer und immer wieder auf sie ein. In jedem seiner Schläge spürt man die innere Leere in Gon. Und um die Szene noch epischer zu gestalten, ist Pitou sogar glücklich über ihren Tod. Denn sie ist sich sicher, dieser rasante Stärkeanstieg kommt nicht ohne Kosten daher. Und Gon wird vermutlich danach nie wieder Nen einsetzen können. Ihr König ist also gerettet. Gerade als Gon den Kopf von Pitou zum Matsch haut, kommt Killua an den Schauplatz und bemerkt recht schnell, dass Gon sich hier verändert hat und dies nicht spurlos an ihm vorbeigehen wird. Auch Gon wird sich bewusst, dass er sich verändert hat, dass er den dunklen Pfad betreten hat. Diesen Moment der Erkenntnis nutzt das Nen von Pitou aus, um Gon den Todesstoß zu verpassen. Doch dieser wird von Killua gerettet und verliert dabei nur einen Arm. Und dieser Verlust ist für Gon sogar das Beste, was passieren konnte. Denn nun ist er ein Stück mehr wie Kite. Doch trotz dieser Momente der Klarheit verfällt Gon wieder der dunklen Seite und möchte Pitou ein für alle Mal den Gnadenstoß verpassen. Killua, der realisiert, dass dies das Ende von Gon wäre, wie er ihn kennt, schreit noch einmal auf. Gon dreht sich um und ihm wird alles klar, dass der Verlust von Kite tragisch ist, er aber noch Gründe hat, weiterzuleben. Wenn das nicht ein Badass-Moment war, dann habe ich einfach keine Ahnung davon, was ein Badass Moment ist. Die Kickers, Marius Knockout. Die Kickers, ach ja, das war noch eine Serie. Ich möchte mal hier an der Stelle von euch wissen, welche Fußballserie habt ihr lieber geguckt? Die Kickers
oder Captain Tsubasa. Einer der heftigsten Rivalen der Kickers waren immer die Teufel, die zumeist als die deutlich besseren Fußballer wirkten. In einem Spiel der beiden Mannschaften kam es dann dazu, dass die drei Angriffsspieler zum Teufelsdreier ansetzten. Was denken eigentlich normale Menschen, wenn man von einem Teufelsdreier spricht? Als sie auf das Tor zu rennen und schießen, stockte mir der Atem. Wird Mario den Ball halten? Dann machte der Dude plötzlich die Augen zu. Eine äußerst brillante Idee, wenn man ein fliegendes Objekt fangen möchte, by the way. Doch Mario hält. Ich weiß noch, dass ich aufstand und schrie. Yeah! Doch dann der Schock. Mario fliegt mit seinem Kopf voraus an den Pfosten und stürzt zu Boden. Seine Mannschaft eilt zu ihm. Doch Mario steht blutend auf. Man dachte schon, okay, jetzt kommt dieser Moment, wo er verletzt das Spiel noch ruhmreich zu Ende bringt. Aber... Nee, du. Gerade als er den Ball wieder nach vorne schießen möchte, fliegt er ohnmächtig zu Boden. Dieser Flug der Gefühle von ja zu nein und wieder zurück machte mich in dem Moment echt fertig. Und ich kann euch bis heute sagen, niemals habe ich bei einem Fußballspiel so mitgefiebert. Gut, bei den meisten davon war ich auch recht betrunken. The Vision of Escaflowne. Van rastet aus. Kennt ihr noch MTV? Zu meiner Jugend war das der Musiksender schlechthin und es liefen sogar Animes. Einer davon war The Vision of Escaflowne. Dies ist ein Anime, der nie sonderlich groß in meiner Erinnerung geblieben ist. Aber eine Szene finde ich bis heute noch mega. Dabei kämpft Van gegen die Dragon Slayer. Sein Motiv ist aber nicht gerade edelmütig, denn er kämpft einfach nur für die Rache und das merkt man. Trotz dass er in Unterzahl ist, treibt ihn seine Rache dazu, einen Gegner nach dem anderen blutig abzumetzeln. Mann, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass Animes in Deutschland so brutal sein durften. Doch als er dann gerade zum letzten Schlag gegen den Oberschurken, der sich schon in seinen Mac pisst, ansetzt, wird er von seiner Psyche übermannt und bricht regungslos in sich zusammen. Inuyasha. Sesshomarus wahre Gefühle. Sesshomaru haben wir in Inuyasha immer als den kalten Dämon kennengelernt, dem Menschen und andere Leben nichts bedeuten. Doch irgendwann traf er dann auf die kleine Rin. Und immer wieder in der Serie vermuteten wir, dass Sesshomaru doch irgendwie an ihr hängt. Als Rin zusammen mit Kohaku in die Unterwelt verschleppt wird, bricht Sesshomaru auf, um sie da rauszuholen. Doch als er ankommt, musste er feststellen, dass Menschen die Unterwelt nicht überleben können. Und somit findet er nur noch die tote Rin vor. Doch zu dem Zeitpunkt dachte man, macht dir nichts, er packt einfach seinen Tensei aus und rettet ihr einfach das Leben. Doch der Anime meint nur so, nö. Denn wie Sesshomaru von seiner Mutter erfährt, kann dies mit Tensei nur einmal gemacht werden. In diesem Moment bemerkt man dann, wie der kalte Sesshomaru doch ein Herz hat und man trauert mit ihm. Sesshomarus Mutter erkennt, wie viel ihm Rin bedeutet. Und mit Hilfe ihrer Halskette holt sie Rin zurück ins Leben. Und wer jetzt behaupten kann, dass in dem Moment, wo Sesshomaru die wiedererweckte Rin berührte, keine Tränen runtergelaufen sind, der möge jetzt sprechen oder für immer schweigen. Yu-Gi-Oh! GX Jaden vs. Yugi. Yu-Gi-Oh! GX war ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite hasste man es, weil man Yugi vermisste. Aber als die Serie voranschritt, musste man zugeben, ja, so schlecht ist Jaden gar nicht. Und dann, an der letzten Folge, kommt es endlich zu einem legendären Duell von zwei Protagonisten, was es so davor und danach niemals mehr gab. Yugi Muto vs. Jaden Yuki. Und dieses Duell war wirklich spannend. Es ging die ganze Zeit hin und her und beide packten ihre besten Karten aus. Jaden realisierte während des Duells, was er in der Serie verloren hatte. Denn am Anfang lernten wir Jaden als jemanden kennen, der einfach Spaß am Spiel hat. Doch immer wieder musste er sich duellieren, damit die Welt nicht zugrunde geht. Das Duellieren, was er mal so liebte, war am Ende nichts mehr als eine reine Pflichtaufgabe. Doch während des Duells mit Yugi erlangte er den Spaß am Spiel zurück. Doch dann endete die Folge einfach ohne, dass es einen Gewinner in diesem Duell gab. Nie haben wir erfahren, wer diese Runde als Sieger bestreitete. Und bis heute sind die Meinungen zwiegespalten. Die Situation ist wie folgt. Jaden sagt zu Neos, los, Neos! Was sich anhört, als hätte er ihm befohlen, Slifer anzugreifen. Das würde aber gleichzeitig bedeuten, dadurch, dass Slifer eben deutlich mehr Angriffspunkte hatte als Neos, hätte Jaden das Duell verloren, weil er sämtliche Lebenspunkte verloren hätte. Gut, man kann sich einreden, dass man sagt, Jaden hatte einfach wieder Spaß am Spiel, ihm war es egal, ob er gewinnt oder verliert. Aber gleichzeitig ist Jaden eigentlich jemand, der kein Duell einfach so aufgibt. Denn hätte er einfach seinen Zug beendet, wäre Slifer durch den Spezialeffekt sofort wieder zurück in den Friedhof gewandert und das Duell hätte sozusagen von neuem begonnen.
Es hätte einfach nur entschieden worden dadurch, wer die besseren Karten sieht. Yugi hätte gewinnen können. Jaden hätte gewinnen können. Aber das Duell war im Grunde komplett offen. Wieso sollte er das einfach so hinschmeißen? Aber na gut, wahrscheinlich war das einfach nur ein zeichnerisches Storymittel und es sollte genau so eben enden, damit wir einfach eine gewisse Spannung spüren. Vermutlich werden wir niemals erfahren, wie das Duell tatsächlich ausging. Naja, leider werden wir wohl nie erfahren, wer wirklich gewonnen hat. Aber genau das macht diese Szene auch so episch. Und das waren meine Anime-Momente, die mir Gänsehaut verpasst haben. Schreibt mir doch mal eure besten Anime-Momente unten in die Kommentare, dann mache ich daraus ein kleines Community-Video. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben und smash den Abo-Button, um auch in Zukunft keines meiner Videos mehr zu verpassen. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Time to Nerd. Sayonara.